Heute ist es soweit. Hier, aus zweiter und dritter Staffel, getragene Hose und Hemd. Zig Sachen von Sascha und von mir. Aus der zweiten Staffel, noch mit Original Sand im Beutel. Wurde für Charity-Zwecke verlost. Die Sachen gehen jetzt raus. Es geht ins Paket. Ich wünsche demjenigen mit originalrotem Sack aus Staffel 2 ganz viel Spaß damit. Für Staffel 3, da reden wir dann drüber. Wenn die gelaufen ist oder währenddessen, ne? Was mit den Sachen passiert. Hättet ihr Bock drauf? Wer würde das gerne haben? Ihr habt ja noch keine Szene gesehen, also eigentlich noch uninteressant. Die Süße war in der Verlosung nicht mit dabei. Irgendwie hänge ich auch an ihr. Viel mit ihr geredet. Wer hätte da Interesse? Vielleicht überlege ich mir was. Ich bin nervös, sag's euch ehrlich. Das erste Mal, dass der Knolli-Trolli, der Fahrbare, jetzt eingecheckt wird. Das heißt, Powerbank muss raus, Schatz. Powerbank muss raus. Und dann fertig, weil sie noch mal durchgeht. Müsste durchgehen. Hat Cabin-Size, der Knolli-Trolli. Ich bin so gespannt. Hat geklappt, Leute. Ladies and Gentlemen, es hat geklappt. Hallo. Koffer kommt wieder gut an. Bester Koffer, ich sag's euch, wie es ist. Ist keine Werbung. Leute, ich will diesen Koffer selber entwickeln und rausbringen. Der Knolli-Trolli, wer hätte Interesse? Der Knolli-Trolli, endlich auf Mallorca angekommen. Da vorne ist die Frau, let's go. Wisst ihr, warum dieses Ding geil ist? Palma de Mallorca gefühlt, Kilometer lang. So, Schatz, ich komme. Wunderbar, wunderbar. Hallöchen. Ja, 12 km/h. Palma de Mallorca. Achtung, Unfallgefahr. Formel 1 Pilot, da ist er. Es ist so geil, ich sag's euch. Es ist the fucking best. Ja. Jetzt fahre ich schon mit den Kindern spazieren, kein Problem. Die Kinder kommen an. Roller, Roller. Ich auf dem Schoß, komm. Guck's dir an, der Koffer ist wieder der Star. Mallorca, 22:30 Megapark. Seid am Start. Alle durchtrainiert und athletisch. Trinken ist auch Sport. Trinken ist auch Sport. Buenos dias, por favor. Willkommen auf Mallorca, Ladies and Gentlemen. Da sind wir wieder. Es wird heiß, es wird knackig. Willkommen im Megapark. 31 Grad, Wassertemperatur 24 Grad. Let's go, let's have a great vacation. Und er freut sich schon, ja, wenn du ihm die Backen kneifst. Oh, da kannst du sicher sein. Also, wenn er das gut tut, dann beiß ich dich auch. Aber erstmal zwick ich dich. Ja, ja, erstmal zwick ich ihn. Ja. Und wenn sich das gut anfühlt, dann beiß ich ihn auch. Ja, also siehst du. Mensch, Schwiegermutter, du bist die Beste. Wann schläfst du wieder, ja, bei uns? Nächste Woche. Ja, nächste Woche, Montag. Komm ich. Ja, wunderbar, Schwiegermutter. Ja. Oh. Oh. Ja. Mann, jetzt ist es wirklich schon so weit, dass der Frau ihr Name hier auf dem Fernseher steht. Jetzt ist komplett Ende. Jetzt ist, also, ich sag's euch so, Grüße gehen raus an alle Singles, Leute. Lasst euch nicht fangen, lasst euch nicht fangen. Lasst euch einfach nicht fangen. In Las Vegas stand Sven Stiel. Oh, bleibt einfach so, wie ihr seid. Ich komme hier nie wieder raus. Noch ein bisschen die Sonne genießen. Jetzt gehen wir was essen. Und dann komme ich rein, Megapark. Ich habe schon gehört, wie ihr geschrien habt. Ja, ich bis hier schreien gehört. An alle, die da gerade standen und meinten, ich bin oben auf dem Balkon. Bin ich nicht, bin am Pool. Dessert-Time. Guckt ihr das an. Hab ich selbst gemacht. Erdbeertraube. Boah. Leute, ganz ehrlich, wie geil ist es? Skala, jetzt abstellen. Oh, ich bin nervös. Das neue Trikot heute an, schaut mal. Gibt's noch nicht, aber die Farben geil, oder? Legendär. Ich bin nervös, überlegt jetzt auch mal, ich bin jetzt auch schon 4-5 Wochen quasi raus aus allem. Ich war in Kanada, so, der letzte Stream hat in Kanada stattgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Auftritt war auch vor gefühlt 1,5 Monaten. Mir geht echt die Düse, ich weiß nie, man weiß immer nie, man denkt immer, haben die Leute einen vergessen und sowas. Jetzt geht's wieder los. Ich bin ultra nervös, das. Die Leute denken immer, egal, man hat das schon 100 Mal gemacht, aber es ist für mich, ich habe Durchfall, ich war 2-mal gerade groß. Das ist schlimm. Er
nicht. So kein Abstecher, ja, natürlich, mach mal Foto alles. Ich bin im Bielefelder Stübchen. Büffel hat mich eingeladen, Lorenz Büffel. Eine geile Kneipe neben Megapark. Hey, Papa! Papa! Hey Leute, die Leute haben mich nicht vergessen im Megapark. Ich danke euch für diese unglaubliche Stimmung. Wirklich, ich danke euch. Es war super krass. Denkt auch dran, oh, ich ziehe mir das jetzt auch an. Im Megapark, jeder, der kommt zu einem meiner Shows, kriegt so ein T-Shirt. Einfach geschenkt. On top. Das ist der Aufdruck, den es auch in Palma de Mallorca am Airport gibt. Es gibt es von allen Künstlern, Lorenz Büffel etc. Wenn ihr zu den Gigs kommt, kriegt ihr so ein T-Shirt. Das ziehen wir jetzt gleich an. Hab mich so gefreut. Nach 2 Monaten fast war ich ja weg, Kanada etc. Ich komme im Megapark und die Leute... Ich habe ein bisschen überzogen. Ich habe wieder statt 30 Minuten fast 50 gemacht, aber es war einfach schön. Bin reingegangen ins Publikum, es war echt pure Liebe. Danke Mallorca, wirklich ganz besonders war das heute, ganz besonders. Guckt euch an, exklusiv, die gibt es nur im Megapark. Diese Edition kriegt ihr nur hier, die gibt es nicht zu kaufen. Die wird hier verschenkt, wenn ihr hinkommt. Und ich bin diesen Monat noch einige Male da, kommt vorbei. Ich bin, bis September, Oktober bin ich oft hier, gell? Ja. Da ist er. Ihr kennt den Unterhaltungschef vom Megapark, Siggi. Der Allerechte. Wie fandst du mein Comeback? Sehr gut. Bombe. Was soll er auch sagen? Was soll er sagen bei Bullenhaus? Neuer Tag, neues Glück. Ich sage, das hier sind die Ehrenfans. Die Ehrenfans des heutigen Tages. Guck mal, mit den 10er Let's Dance Kellen selbst gebastelt waren. Es war ein toller Abend mit euch. Habt ihr die Säulen noch getrunken, die auf mich gingen? Natürlich. Klar, bitte.